Leute, was geht ab? Ihr am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute machen wir mal was richtig Interessantes. Da gucken wir uns heute mal Fortnite-Skins in Real Life an. Also wie halt wirklich Fortnite-Skins in Real Life aussehen. Freunde, wer darf da nicht fehlen? Da Nergos, was geht ab? Better watch out, you better not cry, you better not die, I'm telling you why. Kokumbi in mein Asoi, denna. Frohe Weihnachten, by the way, Leute. Ey, ich habe einen Weihnachtspullover an und hinter mir leuchtet Weihnachtsbeleuchtung. Hey, wer hat gefragt? Gut, Leute, da würde ich sagen, wir quatschen. Danke, Tom, bist du bereit? Ja! Kurz geht, by the way, raus an Jobbreaker, Leute. Der hat mir die ganzen Skins nämlich zusammengesucht. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, wie die Fortnite-Skins halt in echt aussehen. Weil ich kann es dir gar nicht vorstellen. Ah, in echt, lol. In echt, okay, bist du bereit? Boah, die hat heftig viele Tats. Ja, Tattoos. Tats. Oh, ja, okay, gut. Ich hab's. Okay, ready? Ja. 3, 2, 1, go. Wir werden so machen, immer Skala von 1 bis 10 sagen, okay? Oh ja. Okay, hau raus. Das ist mein Thema. 3. Ja, da sehe ich mich auch, Digga. Oder ich sag 2, ich sag 2. Wobei, nee, eine 3 wegen der coolen Eule. Die ist geil, der Vogel. Oder was ist das? Die Frage ist halt so, ob sie ein Ganzkörper-Tattoo hat. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten. Okay, Leute, ihr seht im Hintergrund als nächstes der Midas-Skin, Leute. Ich muss ehrlich sagen, Midas-Skin, absolut geiler Skin. Also ich finde den selber so cool in Fortnite. Deswegen, ich bin mal gespannt. Den müssen wir jetzt auch bewerten. In 3, 2, 1, go. Oha. Ist auf einmal Bartesch geworden, Mann. Hey, aber guck, nein, ist real. Okay, er ist ein bisschen braun. Er ist ein bisschen Inder geworden. Ein bisschen bräunlicher. Aber sieht krass aus, oder nicht? Unnormal. Erst recht mit dieser komplett goldenen Tommy Gun, Leute. Und die Hand so. Auch Tattoos. Oha, guck mal. Super. Er hat sogar Tattoos am Start. Okay, sieht schon wild aus. Sieht schon sehr wild aus, sag ich ehrlich. Ah, ich glaube, ich würde sagen, Leute, dem gebe ich so eine 8, oder? Ja, ich würde ihn auch nachgeben. Ja. Safe. Maschallah. Wir machen weiter. Oh, zweites Bild sogar noch. Oh. Junge, das sieht heftig krass aus. Erst recht, Leute, hier noch ein anderes Bild. Achtet mal aufs Auge. Es ist weiß oben mit der Narbe. Dann da unten einfach ein Handlanger. What the fuck? Der Details. Das sieht krass aus, Leute. Boah, Junge, macht ja richtig Action. Fotoshooting gerade hier, Digga. Oh, shit. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Skin. Und zwar der Lynx-Skin. Oh, mein Gott. Bitte ist die hot, ey. Hast du nicht eine Freundin? Also. Ich meine, bitte ist die hot, ey. Das ist so. Ah, ja, genau. Auf jeden Fall, Leute, wer den Skin von euch nicht kennt, das ist der Katzen-Skin. Ich kann hier auch mal ein Bild einblenden. So sieht er aus, wenn man den in seiner Endlevel-Form macht. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lang. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Go. Oh. So ein Feini. Okay. Ja. Ich würde dir eine 6 geben. Siehst du eine 6? Ich denke auch. So eine 6. Was Style ist, wenn man mal so schaut, echt gut gelungen. Die Jacke, sogar mit den Tattoos in diesem roten an der Seite am Arm. Sehr, sehr cool gemacht. Kleines Kätzchen. Der einzige Fail, achte mal auf die Arme, die sind frei. Beim Fortnite-Skin sind die frei und hier sind die verdeckt. Ah. Filmfehler. Und die Hose ist reingeschissen. Achte mal drauf. Und auch das Oberteil jetzt, wenn man genau hinguckt. Jetzt ist es sogar eine 4. Jetzt ist es eine 4. Ja, ich sage auch 4, Leute. Okay, wir machen weiter mit dem nächsten. Okay, da ist noch ein Foto. Ja, gut. Okay, Mann. Also, wer das hier die Bilder rausgesucht hat, der hatte Spaß. Der hatte sehr viel Spaß. Ich sag, ja, es bleibt bei der 4. Ja, oder? Für mich ist es eine 4, gleich eine 3. Also, wenn du noch weiter zeigst, wird es eine 3, Digga. Echt? Okay, gut. Oh, die Lehrerin. Okay. Moin. Junge! Es ist eine 10! Es ist eine 10! Okay, wir machen jetzt weiter. Reicht doch jetzt, wie viele Runden? Oh, eine 11! Es ist eine 11! Nein! Bruder, auf einmal 5000 Fotos, Digga, okay. Aber okay, Leute, nächster Skin. Wie heißt der Skin nochmal? Weißt du das? Ich bin gar kein Fortnite-Experte, mein Freund. Boah, ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich hab den Skin auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Aber egal. Ich mach direkt weiter, Leute. Wir starten rein. Und 3, 2, 1, go. Bitte Hallo, ich zucke Schnäuchchen. Benutze mich als dein Jump-Pad. Okay, Mann. Die springt ab und fragt sich, wo sie landen soll. Crazy Groove of the Jack Dunn. Junction. Ja, aber okay, komm. Auch hier wieder unsere objektive, normale Meinung. So, wir reduzieren Frauen nicht an ihren Körper. Wir machen natürlich nur, ne? Wir gucken jetzt wieder drauf, Leute. Die Kappe ist sogar sehr gut geworden. Sogar auch mit diesem Schnitt oben, okay. Mhm. Von der Schminke her eigentlich auch 1:1. Die Augen so betont. Haare auch fast genau gleich. Was ist mit dem hinteren Bereich ihrer Hose? Was sagst du da so? Junge, hallo, wir müssen Fortnite-Skins bewerten. Es sind Fortnite-Skins. Also, Hose auch gut mit den Streifen. Sieht man beim Skin rechts an der Seite. Oh ja.
Sie hat auch auf der rechten Seite, das sieht man unten im unteren Bereich des Beines. Im unteren Bereich. Unten am Bereich, da sieht man, sie hat auf jeden Fall auch diesen Granatengürtel da an. Granate, ja. Und dieses Teil hier. Plus, okay, Handschuhe, Digga, sie ist full. Sie ist perfekt. Ich würde sagen, es ist eine 8. Ich würd sagen, es ist eine 10. Eine 10? Ja, ist doch nichts. Ist doch kein einziger Fehler, oder? Es ist alles komplett 1 zu 1 wie in Fortnite, Digga. Ja, hast recht, Alter. Ja. 10. 10 von 10. Klare 10. Perfekt. Machen wir weiter, gell? Krasser und, Scheiß. Oh, sehr wild, aber ich glaube, da ist nicht viel drauf zu beachten. Oh, wie heißt der Skin nochmal? Das ist auch easy. Da kann sie sich auch einfach, wenn sie die Jacke nicht hat, die Adidas-Jacke, ja, Alter. Das ist ja vom Ding her derselbe Skin. Müsste eigentlich easy sein. Fast derselbe Skin. Okay, wir schauen direkt rein, Leute. Wir schnacken nicht an, tun wir rum. Wir gehen als weiter. Mhm. Ich hab voll Angst vor der, ne? Warum machen die das? Aber so, okay, weißt du, so, das war gut, weil ihre Augen sind auch weiß. Steh doch vorne, gerade. Warum zeigt sie sich so seitlich, damit... Damit was? Man ihre schöne Seite sieht. Ah ja, perfekt, Mann. Aber vom Oberteil her, nee... Der weiße Strich hier im oberen Bereich ihres Körpers, der geht. Ja. Wo nochmal? Hörst du es mit der Maus nochmal? Ja, genau. Im oberen Bereich ihres Körpers. Nee, aber der, guck mal, der geht gerade und hier geht das so seitwärts. Also da haben wir auf jeden Fall einen Fehler gefunden. Und sie hat keinen Rucksack an. Sie hat keinen Rucksack an. Kritisch, die Pickaxe ist auf jeden Fall die richtige. Das war sehr gut. Handschuhe hat sie an. Pullover mit Streifen hat sie dann an. Dann ist es ein 9. Und Kappe ist, da fehlen die Streifen an der Seite, guck. 8. Ja, ich würde sagen, es ist eine 7. Es ist eine 7. Von mir selber ist es eine 7, sag ich ehrlich. Ja. Ich kann mir auch dann nicht vorstellen, dass sie genau diesen Strich dann unten an der Hose hat. Geh mal zurück, da unten rechts. Ja, sollen wir nochmal ranzoomen zum Gucken? Ja, einmal kurz ranzoomen, bitte. Nein, das lassen wir. Wir machen weiter geht's. Mit dem nächsten Skin, Leute. Und zwar dem Kaboom-Skin in der weiblichen Variante. Okay, mit TNT-Granaten, alles drum dran. Ich glaube, der ist ein bisschen aufwendiger, weil ich bin mir nicht sicher, ob es so ein T-Shirt gibt. Aber wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr freizügiges Bild. Bist du bereit? Ich bin für frei immer dabei. Wir starten rein und let's go. Digga. What the fuck? Sag euch ehrlich, Kurt, das T-Shirt, es sieht halt nicht gut aus. Das sieht aus, als hätte es ein Grundschüler bemalt. Ja, es sieht nicht gut aus. Die Haare sind noch nicht richtig. Die Haare sind nicht richtig. Sommersprossen fehlen. Ja. Aber sonst? Das T-Shirt ist gerade die Schrift, aber ist es hier so leicht Dingens. Das Tattoo auf dem Bauch, aus, ne? Bro, ist es auf Wish bestellt oder was? Es sieht selbst gemacht. Ja, das wischt schon da unten ab, Alter. Nee, das ist eine 2. Ja, es ist echt eine 2. Ah, noch ein Bild. Es ist eine 1. Es ist eine 1, Mann. Ich bleib bei der 1. Was ist das? Sie ist auf einmal keine Ahnung geworden. Aber sie hat andere Haare auf einmal. Auf einmal hat sie die richtigen Haare. Ah, guck mal, sie hat auch die Hose. Da sieht man, da ist die Hose richtig. Nee, die Hose ist auch absolut falsch. Ja, hä? Nee, komm, es ist eine 1. Ganz einfach. Egal, Freunde, wir machen weiter mit dem nächsten Skin. Oh, shit, da bin ich mal gespannt. Oh, das, glaube ich, ein... Kann man schon OG-Skin sagen? Ja, das schon. Es war zwar ein Battle Pass-Skin, aber schon... Verdammt lange draußen, Leute. Okay. Ich start rein. Boah, schwierig, ne? Wie das aussieht. Ich dachte nur die Karre, Alter. Ist ja voll reingeschissen. Guck mal, das Oberteil. Ja, aber das ist doch die weitere Form, ja, oder nicht? Ja, ich weiß, aber trotzdem. Guck mal weiter. Nee. Oha, aber die Schuhe? Nee, doch nicht. Schuhe können es sein, ja. Ah, ich weiß nicht. Es sieht nicht schlecht aus. Man erkennt auf den ersten Blick, das ist Fortnite, aber ich würde sagen... Drei irgendwie. Ja, 3 ungefähr. Ich seh mich da auch bei einer 3. Ist auf jeden Fall ein richtig cooler Sprayer. Alter. Cool, Mann. Moin. Okay, 3. Anscheinend hat er auch einen Einkaufswagen. Junge, wie viele Fotos kommen denn hier, okay, Digga? Okay, Alter. Der hat richtig Spaß gehabt, Mann. Okay, oh mein Gott. Also wenn das jetzt klappt, ne? Ich glaube, auf Real Talk, der Skin ist relativ schwer, weil... Bro, wenn man das 1:1 hinkriegt, krank, mit Hautblau anmalen und so. Also entweder sieht das jetzt extrem krass aus oder massiv scheiße. Deswegen, ich würde sagen, schnacken wir nicht lange, ne? Rein da! Und ja, da. Hä? Ja. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Skin, ne? Oh, den habe ich sogar öfters benutzt, Digga. Bro, what the fuck? Ja, chillig. Sieht doch fast so aus wie du. Also ich habe ihn benutzt, nur aber nicht für Fortnite. Los geht's. Okay, Mann, wir starten direkt rein. Auch vom Ding her ein sehr aufwendiger Skin. Also den 1:1 nachzumachen, schwierig, aber wir starten rein. Digga, was ist das denn? Wow. Ich muss schon sagen, man erkennt schon, was gemeint ist. Ja, aber es ist null das. Aber auch von der Farbwahl her. Alles. Alter, das sieht aus, als ob sie älter geworden ist. Naja, ich weiß nicht, irgendwie. Nee. Naja, also für mich ist es eine 0. Ich würde sagen eine 2. Für mich ist es 0, Alter. Doch, 2. Ich sag 2, Leute. Machen wir eine 2 draus. Oh, warte, sind noch andere Bilder dabei? Man muss schon sagen, man erkennt schon, was es ist. Würdest du die so sehen, würdest du erkennen, okay, ist ein Fortnite-Skin, oder? Nein, das würde ich nicht machen, nee. Nicht? Doch, safe, nee. Bro. Also ich schon, allein weil ich den Skin kenne. Okay, ich bleib bei der 2, Digga. Scheiße. Okay, weiter geht's. Oh, shit.
Der erste OG-Skin hier heute am Start. Okay, Renegade Raider. Ren Raider. Ren Raider. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Cool. Das sieht voll echt aus. Junge, das ist Fortnite. Ach so. Let's go. Mami. Nicht schlecht, guck mal. Alter, Mami. Okay, Mann, da wurde auf jeden Fall, Leute, auf Details geachtet. Ihr seht schon, ja, Brustbereich sind auf jeden Fall die Bemalungen, die auch beim echten Skin sind. Mhm. Sie hat eine Kette an. So ein Bundeswehr-Tag, was beim echten Skin ist. Im Gesicht ist alles 1:1 richtig. Sie hat den Fliegerhut an. Sogar die Sachen am Ärmel, Handschuh. Bro, sie ist perfekt. Ich habe sogar zu Hause auch diesen Disco-Skin von damals. Echt? Weil wir ja mit dem Fortnite-Song aufgetreten sind. Und ich durfte mir 4 Skins machen lassen. Hey, ich habe 4 Skins von Fortnite zu Hause, ja. Wer? Ich! Ne, wer hat gefragt? Er fällt doch jedes Mal drauf rein, Digga. Oh, let's Mann, go. Alter. Oh, hallo! Oh, Renegade Raider! Ja, klare 10 von 10, oder? Ja. Also wirklich, wir bewerten halt nur, wie der Skin aussieht. Und sie hat den Skin extrem krass nachgemacht. Wirklich, alles 1:1. Wobei, nee, Kette? Mir fällt gerade ein Fail auf. Die weißen Umrandungen sind nicht ja, im Original. Schon, doch, das ist so abgenutzt, aber ja, das meinte sie damit wahrscheinlich. Ich sag, ja, dann 9 von 10 trotzdem. Okay. 9 von 10. Ja, 9 von 10. Von 10. Okay. Oh, 11 von 10. 9 von 10. Und jetzt nur noch dieses Panzerding okay. weg. Okay. Renegade Raider geht an den Bau und gönnt sich einen Kalperin, ja? Alter, Renegade Raider. Renegade Raider. Oh, jetzt auf einmal ein frisches Bier in der Hand. Oh. Kühles Blondes, ne? Nachdem er ein paar Fußballskins zerfetzt hat. Aber wir machen weiter. Gold Trooper. Oh, shit. Beziehungsweise Gold Trooperin. Absolute OG-Skin, Leute. Feier ich auch extrem. Okay, bist du bereit? Ja. Ich starte rein. Ja. Von den Zeichnungen her. Okay, wir achten jetzt wirklich mal nur auf die Zeichnungen. Mund ist gut. Auge ist gut. Oben ist gut. Unterm Auge ist auch gut, die Tattoos. Ja, ist eher auf Make-up basiert. Genau. Aber ja, das passt halt, ne? Gold Trooper hat ja auch sonst nichts. Die Brille ist auch am Start, Haare sind auch richtig. Tattoos da, Tattoos am Arm. Okay, am Arm hätten auch auf der anderen Seite Tattoos sein müssen. Aber sieht nicht schlecht aus. Deswegen, ich würde sagen, ja, man hätte natürlich outfit-technisch da noch mehr arbeiten können. Jetzt halt, wie du schon sagst, nur Make-up. Aber ich würde sagen, ja, ist eine stabile 6 von 10, oder? Ich bin gerade voll hängen geblieben in meinem Kopf. Ja. Ich weiß, dass du hängen geblieben bist, aber willst du noch deine Note kurz sagen, oder? Ja, ich finde, ist eine 6, Digga, für mich. Okay, ja, komm, machen wir auch eine 6 draus. Eine Sache noch zum Schluss, Leute. Und zwar erstmal, hau du mal raus. Was war der krass umgesetzte Skin, den du jetzt hier gesehen hast? Der mir im Kopf geblieben ist, ist, glaube ich, der, genau. Midas war schon sehr stark. Midas war echt am stärksten fast schon. Aber sie war auch stark. Nein. Sie hatte ja ein paar Fehler. Das Bild war stark, ja. Sie war richtig gut. Ich glaube, die hat gewonnen, eins. Ne? Eigentlich von Dinger. Würde ich auch sagen. Die war so mit am krassesten. Also am stärksten, was Skin angeht. Ist klar. Hey, an der Stelle grüße ich auch Michelle. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Und dir hat natürlich auch gefallen. Ich spiele gerne Fortnite. Ja, ich spiele auch gerne Fortnite. Fortnite in den Fortstein. Sein. Alles klar, das passt dann auch, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schaut bei der Energy vorbei, Kuss geht raus und Daniel. Haben wir noch, wir hatten noch ein Bild von Alina drin, oder nicht? Da ist sie doch. Hallo Alina. Da halt's. Moin, da schießt sie gerade den Armor-Pfeil auf mich. Ja. Wir sind das Sorgen, Leute, haut da rein und macht's gut. Peace.